sich van die Probe, die ist 70 Grad gedreht hier. Und deshalb müssen wir auch ein Korrektur machen für diese 70 Grad Tilt, weil man sieht, dass es nicht komplett fokussiert jetzt, nur das nicht. Und wir machen dann hier auf Tools Tilt Correction. Und dann muss man die Magnification, das ist jetzt schon auf 70 Grad, ummachen. Und dann sieht man, dass das ganze Bild jetzt gedreht ist. Und jetzt ist das ohne Correction und jetzt mit. Und dann macht man noch die Dynamic Focus Correction auf on da. Und das ist, um sicher zu sein, dass das ganze Bild fokussiert ist auf oben und unten. Weil door de tilt is die arbeidsdistans anders over een moeten in dat punt. Wenn die magnification ganz klein is, zo jetzt hier op 22 sind wir jetzt, dan zal man die amplitude hier groter maken, zodat man dat ganze in focus had. Maar normalerwijs voor EBSD zal die magnification niet kleiner zijn als 100, maar 100. Want soms is die arbeidsdistans zo groot, dat is een shit. Tussen boven en onder. Dus hij is maal 100 is de kleinste magnification die we nog doen. En am Ende niet vergessen, dat man die Korrektur wieder abschaltet. Ja.